Boah, Freunde, Luigi hat so dermaßen viel Angst, denn es ist etwas Furchtbares passiert. Es gibt plötzlich hier einen Stromausfall. Es hat einen Blitzschlag gegeben und dadurch ist in der gesamten Villa der Strom ausgefallen und die Tür zum Sicherungsraum ist abgesperrt. Das heißt, ich muss mir den Schlüssel dazu suchen. Und vom Professor Igitt habe ich noch den Hinweis bekommen, dass sich ein weiterer Gemäldegeist hier während der Dunkelheit rumtreibt, der den Namen Onkel Bitterlich trägt. Und genau von dem werde ich auch den Schlüssel für den Sicherungsraum bekommen. Ich bin auch sehr froh, dass ich durch den Stromausfall die Möglichkeit erhalten habe, im Teezimmer das Käsestück zu scannen, das dann nochmal die Goldmaus erschienen ist. Und ich hatte sogar das Glück, dass da noch im Flur, im Erdgeschoss auch noch eine Zufallsgoldmaus erschienen ist. Das macht mich richtig happy und es ist übrigens immer noch derselbe Tag wie im letzten Part, weil ich hatte ja keine Möglichkeit irgendwie zu speichern. Deswegen ist bei mir jetzt hier immer noch derselbe Tag. Es ist immer noch Mittwoch hier bei mir. Aber jetzt mal genug gelabert. So, hier gibt es natürlich jetzt auch wieder jede Menge Geister, die mir eine reinbügen wollen, aber ich gehe am besten einfach mal vorbei. So, ihr könnt mich mal. Und zwar, wo ich hin... Wow! Two of a kind! So. Übrigens ist es, glaube ich, auch immer so, wenn man es schafft, zwei oder mehr Geister auf einmal einzusaugen, dann... Aua. So. Genau. Aber wenn man es schafft, zwei oder mehr Geister auf einmal einzusaugen, dann lassen die immer ein Herz fallen. Und jetzt halt doch mal die Klappe! Mann, du Bitch! Hau mir doch nicht immer gleich eine rein! Schlampe! So, ich will nämlich ins Ankleidezimmer hier. Und seht mal, hier ist Onkel Bitterlich! Denn der Professor hat uns ja gesagt, er sucht gerne Räume mit Spiegeln auf. Und hier gibt's einen Spiegel. So. Niemand wird mich finden, ich bin alt verschoben und als wäre das nicht schon genug, die Leute fürchten sich vor mir. Ja, den einzusagen ist eigentlich ganz easy, weil ich muss mich einfach nur mit dem Rücken zu ihm stellen. Warten, bis er mich erschrecken will und dann anleuchten und einsaugen. So, mal schauen, wie sehr sich er zur Wehr setzen wird. Ja, das gibt einen Goldrahmen! Sehr schön. Und hier erscheint jetzt die Truhe mit dem Schlüssel für den Sicherungskeller. Also für den Sicherungsraum. Sehr schön. Wenigstens endlich mal wieder einen Gemäldegeist mit Goldrahmen. Detele, detele. Und yes! Endlich! Jetzt muss ich natürlich nur noch dahin kommen, ohne dass Luigi die Geister irgendwie umbringen. Aber ich kann ja wenigstens wieder mit dem Spiegel abkürzen, dass ich wieder ins Foyer zurückkomme. So, jetzt einfach nur schnurstracks in den Keller und das Licht anmachen. Die ganzen anderen Geister werden brutalst ignoriert. So. Übrigens, der eine Geldgeist, der sich in dem Sicherungsraum versteckt hat, der befindet sich da drin nur bevor der Stromausfall passiert. Zumindest habe ich das hier so stehen, also... Den muss man sich schnappen, bevor der Strom hier ausfällt. Aber den habe ich mir zum Glück geholt. Und jetzt kann ich hier wenigstens rein. Und dann einfach nur zu dem Kippschalter hier gehen und den Hebel wieder rauf drücken. Jawohl. Und geschafft. Das Licht ist wieder an und ich bekomme einen weiteren Schlüssel. Und zwar für welches Zimmer? Für welchen Raum? Ah, gleich mal für den Raum gegenüber. Cool, jetzt kann ich erstmals wirklich richtig noch den Keller erforschen. Aber auch hier gibt es einen Buhu und ich glaube... Ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon im vierten Abschnitt der Villa. Das heißt, die Buhus hier haben die meisten Lebenspunkte von allen. So. Was zum... Oh, schon wieder so ein dummer Ball. Komm mal raus hier. Kommst du raus? Hot, ich bin Buffalo Boo! Oh mein Gott, der hat 200 Lebenspunkte! Ey, das ist ja mehr als ein Gemäldegeist hat! Alter! Oh, die verschwinden auch so schnell. Boah, ihr habt das gesehen? 200 Lebenspunkte!
Es gibt übrigens sogar noch welche, die haben 300. Die sind dann richtig mordsmäßig übel und schwer zu fangen. Ja, und der hat sich jetzt gerade verpisst, das heißt, dem werde ich erst später wieder begegnen, aber das macht er nichts. So. Ach ja, und ich muss ja unbedingt noch die Pflanze gießen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verborgt, dass die hier... Ach du meine Güte. Ich gehe am besten erstmal zurück und versuche die große Blume im Friedhofsgarten zu gießen. Ich habe ja Bulusus besiegt und jetzt muss ich sie unbedingt gießen. Ich hoffe mal, dass sie jetzt wirklich nicht verdorrt ist, weil sonst... Das wäre richtig kacke. Theoretisch dürfte das nicht passieren. So, ich brauche auf jeden Fall wieder Wasser. So, bitte, bitte, bitte sei noch in Ordnung, liebe Blume. Bitte, bitte, bitte. Und ja, jetzt hat sie sich nämlich komischerweise geschlossen. Das heißt, ich muss sie noch einmal gießen. Jetzt passt auf. Sie geht wieder auf. Und ein goldener Diamant und jede Menge anderes Zeug fällt hier raus. Ein Goldbarren, ganz viel Kleingeld. Aber ein goldener Diamant, das ist episch. So, einsammeln, bevor er verschwindet. Oh yeah, der ist sogar richtig riesenfett, ey. Ein goldener Diamant, das ist... Der ist so dermaßen viel wert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wenn dann die Abrechnung wieder folgt, dann werdet ihr sehen, wie extrem viel ein goldener Diamant wert ist. Es gibt im Spiel übrigens zwei von diesen goldenen Diamanten, die ich bekommen kann. Den einen bekommt man, wie gesagt, wenn man es... ganz geschickt anstellt und dreimal diese große Blume hier gießt. Also einmal, wenn man sie das erste Mal sieht. Das zweite Mal, wenn man Herr Finsterling besiegt hat, also den zweiten Bosskampf. Und das dritte Mal eben, wenn man Bulusus besiegt und eingesaugt hat. Dann springt eben hier die Blume auf und es fällt ganz viel Geld raus und eben ein richtig fetter goldener Diamant. Ja, und ich brauche auch kein Geheimnis darum machen, den zweiten Golddiamanten, den bekommt man, wenn man alle 50 Buus eingefangen hat. Das ist dann eben die Belohnung, wenn man es schafft, alle 50 Buus wieder einzufangen, dann gibt es den zweiten goldenen Diamanten. Das heißt, wenn man beide zusammennimmt, macht das alleine schon mordsmäßig viel Geld aus. Ja, und wow, ich habe schon über 1000 Goldmünzen. 867 Geldscheine, schon 37 Goldbarren, 78 kleine Perlen, 40 mittelgroße Perlen, 8 große Perlen. Und von jedem anderen Edelstein habe ich 8 Exemplare. Also ich habe 8 Saphire, 8 Smaragd und 8 Rubine. Ah ja, und hier kann man auch Onkel Bitterlich angucken. Finsterer Einsiedler Onkel Bitterlich, Alter 45 Jahre. Auf der Selbstsuche flüchtete er in die Finsternis, was dem Rest der Familie gerade recht ist. Oh, ist ja fies. Die sind ja voll gemein. Oh, Gott sei Dank. Ja, wenn ich das versaut hätte, ich hätte mir so dermaßen in meinen Hintern gebissen. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. So, aber nee, ich habe sie ja auch richtig angestellt. So. Okay, na dann gehe ich mal zurück in den Keller. Also mal wirklich in den richtigen Keller, wo ich ja jetzt den Schlüssel bekommen habe. Weil ich habe ja immer noch eigentlich, wie ihr sehen könnt, keinen Schlüssel für irgendein Zimmer dort oben. Deswegen muss ich mir den aus dem Keller holen. So. Anderswo komme ich halt, wie gesagt, nicht hin. So, und ich weiß auch, dass es hier in diesem Raum auch wieder einen Geldgeist geben wird. Aber ich glaube, der war schon richtig schwer zu fangen und anzuleuchten. So, wo bin ich denn jetzt? Lagerkeller. Genau, einfach nur Lagerkeller. Und der müsste... Also der Geldgeist müsste theoretisch gleich hier in der Kiste sein, wenn das stimmt. Da ist er! Und erwischt! Ja! Jawohl! Gottes Willen, ich hab's geschafft, ihn einzusorgen. Das war gar nicht mal so schwer. Ja, hier liegt ganz viel Staub auf dem Boden rum, den ich hier so wegsaugen kann. Und, oh, fies. Aua. Schlampe, du Blöde. Ich hasse diese rosa Geister, ey. Komm her. Ja, scheiß auf den einen Geldchen, den habe ich halt jetzt leider nicht gekriegt wegen dieser Birch.
So, hier muss ich die ganzen Staubhaufen hier muss ich mal wegsaugen, dass ich mich hier überhaupt mal frei bewegen kann. Ich wurde scheinbar sehr lange nicht mehr sauber gemacht. Glücklicherweise habe ich ja einen Staubsauger dabei. Mann, was willst du denn? Geh sterben! So, na bitte, und... Oh, hier müsste gleich sogar... ein Bubu sein, oder? Auch wieder ein Bubu-Ball. So, und das Witzige ist, hier kann ich sogar wieder an der Decke langlaufen, aber das wäre nur sinnvoll, wenn es noch überall dreckig wäre. Wow, ein fettes Herz und... Kalate, ich bin Bruce Lee! Was, der macht einen auf Bruce Lee, oder was? Und hat sich verpisst. Naja, aber wenigstens kriege ich hier einen weiteren Schlüssel. Und Peace. Der macht immer so ein cooles Peace-Zeichen. Und... Ah, na bitte. Der Schlüssel hier ist jetzt für dort oben. Und ansonsten habe ich im Keller, wie ihr sehen könnt, leider nicht die Möglichkeit, diese beiden Räume zu betreten. Das heißt, ich muss leider wieder gehen. Ja, und... ja. Zwei Buhus sind mir ja leider entwischt. Mal gucken, ob sich einer vielleicht hier drin jetzt versteckt. Na, leider nicht, aber das macht nichts. Wie gesagt, die kann ich mir später auch noch holen. Ich muss einfach wieder nach einer Weile, glaube ich, begeben die sich wieder in den Raum zurück, wo sie gewesen sind. Und dann kann ich versuchen, sie wieder einzufangen. Und das Schöne wenigstens daran ist, wenn ich einen Buhu eben Lebenspunkte abgezogen habe, dann behält er die restlichen Lebenspunkte. Also wenn er dann wieder auftaucht, hat er nicht wieder die vollen. Das wäre auch total gemein. Da hat Nintendo wenigstens mitgedacht. Und jetzt gehe ich wieder zurück ganz nach oben und ins nächste Zimmer, wo ich bisher noch gar nicht gewesen bin. So, wenigstens ist jetzt wirklich überall wieder Licht an. So, ja, hier ist immer noch eine Tür verschlossen, aber den Schlüssel bekomme ich auch erst ein wenig später. So, ja, hier oben ist natürlich wieder finster, weil das der vierte Abschnitt ist. So. Aua! Mann, du scheiß verfickte Fledermaus! Ey! Wieso tut mir jeder scheiß verdammte Geist weh? Ich hasse das. Wenn es nur Lebensenergieabzug wäre, aber nein, ich muss ja auch noch ein bisschen Geld verlieren, dass die Sache noch so richtig schön fies gemacht ist. Was soll der Scheiß? Echt mal, Nintendo, was sollte das? Das ist unfair. Fies, Mann. Nein, was soll's. So, dann gehen wir mal ins Telefonzimmer wieder. So, weil hier ist es ja immer noch dunkel. So. Telefonzimmer. Das heißt, hier muss ich erstmal wieder die normalen Geister einfangen. So. Vielleicht irgendwie Geld in den Schränken oder so. Ich glaube, die Geister verstecken sich hier in den Truhen. Ah, schon wieder ein Herzchen. Mann, ich brauche die doch später. So, wartet mal. Hier drin bestimmt. Oder hier. Ja, oh, Skelettgeister haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Was zum... So. Ich warte lieber, bis die sich zusammenbauen. Ja, ja, hey! Mann, du... Was soll denn der Scheiß? Spinnst du? Kommst du wohl her? So. Die Skelettgeister haben wir seit dem Friedhof nicht mehr gesehen. So, ich wette, hier drin ist auch noch einer. Genau. Erwischt! Oh, wow, cool! Und es gibt wieder eine grüne Truhe, das heißt, es gibt wieder mächtig viel Money, aber vorher will ich den Buhu finden. Jedes Mal! Entweder ein blöder Buhu-Ball oder eine Bombe, was noch viel schlimmer ist. Wo steckst du? Juhu, Buhu, wo steckst du? Ah, hier drin. Oh, 300! Der Boomerang kommt zu dir! Alter, ein 300er! Das ist so übel! Den werde ich never ever beim ersten Versuch schaffen. Vor allem werde ich immer da rausflüchten auf den Flur. Na, aber ich habe ihn fast 100 mit einem Versuch... Nein, nicht darüber! Nicht darüber! Oh, fies! Jetzt ist er da rein! So ein Arsch! Oh, seht ihr? Das macht es so schwer. Aber ey, 300 Lebenspunkte, das ist...
Das ist viel mehr, als was die Gemeindegeister haben. So, jetzt möchte ich hier noch den ganzen Schotter haben. So, her mit dem Schotter. Führ mich zum Schotter! So, vor allem die ganzen Geldscheine will ich haben. Sehr schön. Hier noch ein Münzchen und noch ein Scheinchen. So. Puh, sehr schön. Also dann, ab ins nächste Zimmer, ab in den nächsten Raum. So, kaum Animation überspringen. Ach du meine Güte, jetzt befinde ich mich im Uhrenzimmer. Und das ist auch ein ganz besonderer Raum, denn guckt mal, hier gibt es ganze 3 Gemäldegeister auf einmal, die zählen aber alle als ein Geist. Und auch nur einer von denen wird die Perlen fallen lassen. Die sind auch sehr schwer zu fangen, weil die sich ziemlich zur Wehr setzen. Ich muss mal kurz was trinken. Oh, Mann. Oh, das ganze Labern hier in einem Let's Play, das trocknet ganz schön den Hals aus. So, die kann ich auch untersuchen, oder? Blum, 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 blum. Quietsch, quietsch. Wow, toller Hinweis. Quietsch, quietsch. Ja, ich befinde mich hier in einem Uhrenzimmer. Das heißt, ich muss hier sämtliche Uhren in Bewegung setzen. Hier hängen sogar Marionetten rum. Naja. So, ist hier vielleicht... Ah, na bitte, ein paar Geldscheine waren da drin in der Lampe. Das ist schön. So, ich habe schon über 940 Goldbarren habe ich schon. Cool. So, wie gesagt, man muss alle Uhren hier mal da so dran klopfen, dass die... sich bewegen. Komisches Geräusch. Und erst wenn alle Uhren hier quasi spielen oder sich bewegen, dann bewegen sich auch die Soldaten. Seht ihr? Und um die jetzt einzufangen, muss ich denen dieses Drehdingsbums hier absaugen. Vom Rücken. Also wo sie aufgezogen werden und dann halt die Lebenspunkte abziehen. Das Fies ist, die... Die versuchen alle mich hier erstens mal mit Giftpilzen loszuwerden. Ich glaube sogar der Blaue ist derjenige, der die Perlen droppen wird. Oder der Rosane. Mal gucken. So, den Grünen habe ich ja schon mal. Jetzt kommt der Rosane dran. Aua. Arschloch. Mann, hör mal auf mit dem Scheiß. Das ist unhöflich. Okay, der Blaue wird die Perlen fallen lassen. Ich glaube, bei den... Aua! Mann, hör mal auf mit dem Dreck! Du Hurensohn! Mann, das macht mich schon wieder so sauer! Hört doch mal auf mit dem Fuck! Das gibt's ja nicht! Ja, an dieser... Oh, Mann, ey! An dieser Stelle fängt dieses Spiel wirklich an, mich in den Wahnsinn zu treiben, ganz ehrlich! So, komm doch mal her! Nein, der Blaue nicht, der Rosane! So, komm jetzt her, du Arschloch. Arschgesicht. So. Puh, ich glaube, bei den anderen farbigen war es ja sogar egal, ob ich da mit einem Mal alles abziehen kann oder nicht. Aber bei dem... Ja, der lässt jetzt die Perlen fallen, aber ich wette, bei dem schaffe ich es nicht. Nein, nicht mal den Silberrahmen, du Arschgesicht, du verdammtes... Manno! Du Hurenkind! Mann! Es hätten nur 2 Lebenspunkte gefehlt, du verfickter Bastard! Ah! Du Missgestalt, du verdammte! Mann, das war so knapp! Das regt mich jetzt echt auf. So, wo ist der scheiß Buhu hier? Ich bring ihn um! Der ist ja schon tot, aber trotzdem. Wo ist der scheiß Buhu? Hallo? Buhu, bist du in der Uhr drin oder was? Nee, hier ist eine Bombe drin. Manno! Das war so klar. Ich habe es bei denen nämlich auch nie geschafft, einen Goldrahmen zu kriegen, weil die einfach nur scheiße sind. Diese dämlichen Zinssoldaten hier. Wo ist denn jetzt der Buhu? Hallöle. Juhu, where is the Buhu? Ah, ein paar Münzen wenigstens als Entschädigung. Wo steckt denn dieser Penner? Hallo? Hier hinten. Da ist er ja. Und schon wieder ein 300er. Wetterbu, mein Name. So. Ich sag dir Scheißwetter voraus. Schlechtwetter. Ja.
Klar, jetzt flieht er natürlich nebenan ins Telefonzimmer, aber da bleibt er wenigstens auch nicht wirklich. Nein, nicht wieder auf den Flur raus! Bitte nicht! Bitte nicht auf den Flur raus! Dann doch lieber wieder ins Uhrenzimmer. Oh, meine Güte. Wenigstens den einen will ich haben. Ich will sowieso alle fangen, aber... Flupp. Schon wieder nicht. Ja, jetzt ist der Arsch auch noch da nach drüben. Der müsste jetzt auch hier draußen sein, oder? Ja, da ist er. Wie das ausschaut. Nein! Oh, du! Warum verpissen die sich alle in Räume, wo ich nicht rein kann? Das ist doch beschissen. Das ist doch Beschiss. Boah, jetzt sieht man, wie die meine Lebensenergie dezimiert haben. Mano. Ja, das war jetzt geil, wie der geschrien hat. Ja, ich weiß. Krieg ich vielleicht irgendwie ein Herz? Bestimmt nicht, wetten. Wie das immer klingt. Na gut, dann... So, warte mal. Er kann so geil schreien, dieses... Nein, dieses Mario! Mario! Ja, komm. Mario! Mario! Na, egal. Dieses Uhrenzimmer hat noch ein anderes Geheimnis, denn hier ist jetzt nämlich so ein Türchen aufgegangen und da muss ich mich mal draufstellen auf diese Plattform. Und schon bin ich oben auf dem Dach! Ja, und auch hier gibt es Geister! Und zwar wieder diese Shy-Guy-Geister. Ja. Mann! Verdammten Penner! Na wartet, ich werde euch einfach verbrennen! Ihr Scheißkerle hier! So, kommt davon! So, stirb! Stirb! Oh, na klar, Eisgeister. Gut, dass ich jetzt Feuer hier bekommen kann. Die brenne ich einfach mal weg. Brauche ich gar nicht einsaugen, die sterben ja so auch. So, ich glaube, hier gibt es noch ein paar mehr, weil hier draußen kann witzigerweise auch das Licht angehen. Hier gibt es scheinbar versteckte Außenbeleuchtung oder so. Doch, komm, hier geht's ja doch schneller. Ja, und da oben erscheint eine Schatztruhe. War das jetzt hier oder anderswo? Ne, ich glaube beim linken Kamin. Die Villa hat nämlich zwei Kamine. Genau. Oh ja. Jawohl. Und... Ah, ja. Das ist dieses Zimmer. Interessant, okay. Sehr schön. Und jetzt zeige ich euch zum Abschluss dieses Parts, den ich jetzt dann auch bald wieder gleich beenden will, noch ein weiteres Geheimnis. Und zwar muss man jetzt einfach mal... Na, ich gucke lieber, dass ich wirklich vollstes Feuer habe. Man muss einfach mal in den rechten Kamin reinklettern. Also hier. Und dann kann man sich hier runterfallen lassen. Versiegelter Raum! Ja, Freunde, das ist der zweite Geheimraum in dieser Villa, den man überhaupt keine wirkliche Tür betreten kann, weil der... Was zum... Weil der nämlich auch gar keine Tür hat, wie ihr sehen könnt. Rauskommen tut man hier übrigens auch nur mit dem Spiegeltrick, also dass man eben einen Spiegel untersucht und sich rausteleportiert und... hier drin müsste sich sogar der allerletzte reguläre Geldgeist befinden, weil sonst habe ich laut meiner Liste alles schön brav abgehakelt. Hier drin, in der Truhe
nahe des Tisches soll anscheinend noch ein Geldgeist sein. Das heißt... Aha, hier drin. Hier drin müsste jetzt noch der letzte Geldgeist sein, oder? Oder auch nicht. Hä? Wenn nicht auf dem Tisch, dann vielleicht neben dem Tisch. Vielleicht hier drin. Da ist er! Und erwischt! Yes! Und noch ein schöner Smaragd für mich. Wow, Nummer 9 schon. Ist ja geil. Boah, Freunde, ich habe alle Geldgeister des Spiels. Das ist cool, weil mehr gibt's nämlich nicht. Sollte es jedenfalls nicht geben. So, oh, hier ist noch mehr Geld. Ja, natürlich, versiegelter Raum ist eh klar. Hier gibt's noch massenhaft Geld. Allerdings werden auch hier ein paar Geister auftauchen. Oh, ein Goldbarren! Her damit! Zwei Goldbarren! Her damit! Yes! Episch! So, hier drin. Also hier... Flupp, das ist der Spiegel. So ist hier bei dem... Ja, noch ein Goldbarren. In den ganzen Pokalen sind Goldbarren drin. Das ist so geil! So... Im Kronleuchter ist hier vielleicht auch Geld drin. Ah, nee, aber... Oh, ein Herz. Das ist schön. Luigi, hol dir das Herz. Sehr schön. Und noch mehr Money. So, ich glaube, wenn ich diese eine Truhe hier öffne, dann kommen lauter Geister raus. So. Hier ist auch noch eine kleine. Oh, hier kann man nochmal so richtig schön Geld machen. Und wie gesagt, hier ist ja auch die Tür verschlossen. So, hier noch schön Geld. Ist vielleicht hier noch ein Goldband drin? Ja! Ist ja geil. Ist ja geil. So. Ich glaube, jetzt habe ich alles bis auf diese eine Truhe da, oder? Jupp. Letzter Geldgeist auch. Dann machen wir jetzt nochmal schön hier auf. Und oh mein Gott! Sogar noch Bombendeckengeist. Na warte. Burn to ashes. Die. So. Und sag tschüss. Jawohl, und hier drin gibt es sogar noch eine Truhe mit einem Schlüssel. Yes! Und zwar ist dieser Schlüssel jetzt endlich für dieses Zimmer hier. Das ist sogar ein optionaler Raum quasi, weil ich da drüben im Zimmer daneben dann wieder einen optionalen Gemäldegeist fangen kann. Seht doch schön auf der Karte, Räume, die zum vierten Abschnitt der Villa zählen, die sind rosa, wenn das Licht an ist. Also auch hier oben, ja, ist rosa. Grün ist eben der dritte Abschnitt. Gelb ist, glaube ich, der erste. Und blau ist der zweite. Ja, genau so stimmt's. Ja, ja, genau. Okay, Freunde, na dann... Teleportiere ich mich mal wieder zurück ins Foyer und werde dann endlich mal wieder beim Tor sperren. Der müsste ja auch wieder da sein, ne? Genau. So, ist hier vielleicht mal ein... Hier ist irgendwie auch nie ein Herz drin. Das ist so dumm. Naja, was soll's. Also. Oh Gott, hatte ich eine Angst bei dem Stromausfall. Ein Glück, dass es wieder hell ist. Ja, das kannst du laut sagen. So... Wunderbar. Also dann, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao.